Hallo miteinander, mein Name ist Christian. Ich heiße herzlich willkommen hier bei Hello Zürich. Heute sind wir hier im schönen Grünau. Wir machen heute ein ganz spezielles Interview mit dem Amado. Ihr kennt wahrscheinlich alle schon den Amado, der Barber von Zürich, einer von den Besten. Nicht nur wegen dem Besten, sondern er ist authentisch, unico. Da Barber bei Amado, schau, er wartet auf mich. Gehen wir mal rein, weil meine Haare sind richtig. Sie brauchen wieder einen Haarschnitt. Please, but pretty please with a cherry on top, King. So, da wären wir bei Mamadito. Smith drinnen am Schneiden. Es läuft. Und wie gesagt, haben wir hier ein paar Fragen noch für dich. Und zwar, wir wollten wissen, wieso hast du dich entschieden, einen eigenen Laden aufzumachen? Ich habe die Lehre gemacht. Als Coiffeur. Und dann hat sich das so ergeben, als ich dann in 2013 ausgewandert bin. Ja, ja, ja. Und aufgemacht habe ich eigentlich gemacht, weil ich einfach gedacht habe, ich muss das machen, was ich kann, und darum habe ich einen Laden aufgemacht. Du bist ja mit 23 in Peru. Ja. Und du hast dort 5 Jahre gelebt, oder? Genau. Deinen ersten Barbershop hast du auch dort aufgemacht. Nein, ja, wo hast du genau? In Peru, in Lima? In Lima, Chorrillos. Chorrillos. Ich habe den ersten Laden aufgemacht. Wie war das für dich? Es war speziell. Speziell und ja. Einfach sicher nicht, nein. Nein, das glaube ich nicht. Es war gar nicht einfach, aber... Es war speziell. Also ich sage jetzt auch nicht, irgendwie, es war schwierig oder so. Es war speziell und durch das Machen habe ich gelernt. Ich habe viele Fehler gemacht. Nicht so, dass ich jetzt alles irgendwie gerade von Anfang an richtig gemacht habe. Es ist auch dann mal alles wieder zusammengestürzt und dann bin ich wieder gegangen und habe es nochmal gemacht. Also ja. Schön, beim ersten Anlauf hat es geklappt. Wieso in Peru gerade? Weil mein bester Kollege von Peru ist. Und wir damals in den Ferien sind und ich eine Frau kennengelernt habe und ich dann irgendwann runter bin. Ja. Es war einfach sehr anders gewesen, weißt du? Ja, ja. Also es hat ja überall Vor- und Nachteile. Ja, klar. Klar. Aber es war einfach anders gewesen und das hat mir eben gefallen, dass es eben anders ist. Ja. Mal auch etwas anderes gesehen. Ich bin, weißt du, froh, dass ich das gemacht habe. Ja, das glaube ich. Weil ganz viel Lebenserfahrung ist dazu. Das ist eine richtige Lebensschule. Mittlerweile hast du wie viele Läden dort unten? Mittlerweile sind es 3, aber jetzt nach der Pandemie werden es dann wahrscheinlich wieder 2 sein. Hast du vor, zurückzugehen irgendwann? Momentan eigentlich nicht, weil ich bin ja zurückgekommen wegen dem Kind. Ich habe Familie gegründet, Kinder bekommen, wegen der Schule und Bildung von den Kindern. Bildung, wegen Zukunft, wegen Sicherheit, wegen all dem Zeug, wo halt wichtig ist, wenn du Kinder hast. Ja, das stimmt, das stimmt. Darum bin ich da und darum bleibe ich auch da, bis die Kinder gross sind. Aber ich gehe vielleicht schon irgendwann wieder an, wer weiß. Aber du bleibst schon noch da, weil wer machst du meine Haare so gut? Jetzt habe ich eine andere Frage. Welcher Barber ist sozusagen dein Vorbild für das Ganze? Ich habe nicht speziell ein Vorbild. Ich habe so mehrere Läden, wie auch einzelne Personen, wo ich fühle und wo ich folge. Manspire zum Beispiel, so Elegance, das ist ja geil. Dann natürlich Shorin Barbier, das ist sehr europäisch, altmodisch, oldschool. Ja. Und mein Laden habe ich eigentlich so ein bisschen, habe vor allem ein bisschen das Beste rausgenommen. Ein Mix so gemacht. Ja. Ich könnte es auf Barber bei Amado auf die Seite, dann könnt ihr das ein bisschen anschauen. Check jetzt mal ab. Oder es ist auf bei Amado Underline. Tun wir alles da unten. Das ist mein persönliches. Und jetzt noch schnell zu dir, aus welchem Land bist du genau? Mein Vater ist Spanier, meine Mutter ist Schweizerin und hat noch so französische Wurzeln. Oh, Français! Oh, oui, oui! Kein Wort Französisch kann ich nur oui, oui. Du bist jetzt da geboren, oder wo bist du geboren? Ich bin in Barcelona geboren. In Barcelona, BCN. BCN! Wow, ganz geil, ganz geil. Mit wie vielen Jahren bist du da angekommen? Mit 4 ist meine Mutter und schwanger. Im 9. Monat mit meiner Schwester auf die Schweiz gekommen. In welchem Kreis bist du aufgewachsen in Zürich? Im Kreis 3-4. Oh, ich habe jetzt hier etwas aufgeschrieben, ein paar Stichworte. Ja. Habe ich aufgeschrieben für dich, Amado. Und du musst eigentlich nur sagen, bist du einer der Schweizer? Ja. Oder bist du einer der Spanier? Ja. Also, Essen? Spanier. Musik?
Musik, in Spanien. Ich höre sehr gerne Flamenco, Manu Chao, Lomas Zeug und das Topa und ja. Pünktlichkeit? Schweizer. Du gerade wie so sein. Ich bin ganz pünktlich. Extrem. Oberpünktlich. Ja. Der Style? Style. 90. Geil, das ist ja. Erziehung. Erziehung. Zigeuner Schweizer. Ferien? Im Sommer Schweiz cool, aber eindeutig Spanien. Ja, eindeutig. Dann sind wir eigentlich durch mit den Fragen. Ah, schnell dann, ne? Schnelle Sache. Super. Danke vielmals. So, jetzt endlich wieder ein Mensch, endlich wieder frisch. So, meine Lieben, das war es. Es ist schon fast schade, eine Kappe zu legen bei dieser schönen Freude. Aber es regnet eben heute, weißt du? Lokito, danke vielmals. Man sieht sich nicht schon. Primo. Primo, man sieht sich. Mach's gut, gell? Entspann dich schön, ganz schön da chillen. Ciao zusammen. Macht's gut, noch bis nächstes Mal. So, das wär's gsi. Eine Stunde wie nichts geht's um. Riesen-Story von Amado, was er da erzählt hat. Immer hart dranbleiben. Das habe ich jetzt wieder gelernt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen bei der ersten Staffel, erste Folge von Hello Zürich. Danke vielmals fürs Einschalten. Danke auch an Barbara Yamado, dass er da dabei war. Nichts ist einfach im Leben. Man muss immer kämpfen. Es werden immer wieder Steine im Weg gelegt und die muss man bewältigen. Drüber steigen oder wegschieben. Okay? Bleibt dran, bleibt einschaltet bei Hello Zürich und wir bringen euch den Sonnenstrahl da rein. Ciao zusammen.